Hi mal wieder. Ja, Biken TV, heute die E-Bike-Ecke, neues Format für euch, für die Leute, die E-Mountainbike fahren oder E-Bike fahren, das kann variieren. Jetzt geht es natürlich ums E-Mountainbike, ihr seht es schon, das fahre ich seit 2015, das kennt ihr auch seitdem aus den Videos, die ich gemacht habe, mein Flyer mit Bosch Motor und das Thema, die Bremsscheibengröße. Also das ist eigentlich auch klipp und klar, ist auch kein Diskussionspunkt, wo die Geister sich scheiden, aber in der Erfahrung, gerade im Hardtail-Bereich, im Einsteigerbereich oder Leute, die so eine Mischung aus, ich fahre zur Arbeit, aber fahre auch gern leichte Trails oder Waldwege, was ich da immer wieder sehe, dass Leute zu kleine Scheiben haben. Also man sollte wirklich durch das Mehrgewicht des Bikes und, das kann man vielleicht auch sagen, gerade Leute, die vielleicht was größer, was schwerer sind oder Leute, die sagen, ich habe das E-Bike genommen, um fit zu werden, um abzunehmen, da ist dann das ganze Systemgewicht von Bike und Fahrer ist höher. Das heißt, da reicht auch Mittelgebirge ein langer Berg, wenn man da eine kleine Scheibe hat, dann wird die heiß und die Bremse, der Bremspunkt wandert und so weiter, typische Probleme, in Alpen dann noch mehr. Ihr braucht eine Scheibe mit 203 mm Durchmesser, vorne und auch hinten. Wenn ihr das nicht habt, also guckt mal, habt ihr verschieden große Scheiben an eurem E-Bike, an eurem E-Mountainbike oder sind die gleich? Also ich hatte oft schon in meinen Fahrtechnikkursen Leute mit E-Mountainbike, die zu kleine Scheiben hatten. Und da habe ich sofort gesagt, komm, das würde ich auf jeden Fall umrüsten. Ist kein großer Aufwand, man hat dann einen Adapter, das könnt ihr hier sehen. Der wird dann da dran gemacht, damit halt hier alles passt. Und vom Kosten und vom Zeitaufwand recht gering. Und es macht echt viel aus in der Bremspower, vor allen Dingen aber auch in der sag mal, in der Ausdauer der Bremse, dass sie auch bei langen Abfahrten nicht schlapp macht. Und genau, einfach mal prüfen, habt ihr die großen Scheiben drauf, habt ihr kleinere, vielleicht eure Erfahrung ist euch, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ist euch mal eine Bremse heiß gelaufen am E-Bike oder generell und würde mich mal interessieren, welches Bremsenmodell fahrt ihr. Ein kleiner Tipp ist natürlich, wenn ihr richtig lange Abfahrten habt. Denn es ist anders, als wenn ihr gerade einen ganz technischen Trail fahrt, wo man viel die Bremse schleifen hat. Bei langen Abfahrten, die einfacher sind, kann man die Bremse immer mal wieder öffnen, komplett öffnen, dass alles sich ein bisschen abkühlt und dann wieder bremsen, wo man normalerweise, wie gesagt, oft eher so schleifen lässt. Aber wenn man jetzt einen normalen Schotterweg runterfährt und man lässt permanent schleifen und fährt in den Alpen darunter, dann geht die Bremse natürlich auch schnell heiß. Dann aufpassen, dass ihr nicht mit den Beinen oder so drankommt, dann habt ihr direkt ein Brandtattoo. Ich bin mal auf eure Erfahrungen gespannt. Bis zum nächsten Video. Bis dann.